Ein weites Land, in dem die Ureinwohner der Osage Nation sich einst ein Fleckchen Erde gesichert hatten, für kaum mehr als eine Handvoll Dollar. Glück hat es ihnen aber nicht gebracht, denn auf diese scheinbar unendlichen Weiten im heutigen Oklahoma hatten es ziemlich schnell ziemlich fiese Kerle abgesehen, als bekannt wurde, welch ein Schatz da im Boden liegt. Es folgten Mord und Totschlag. Das ist wirklich so geschehen, Anfang des 20. Jahrhunderts. Diese Geschichte hat Martin Scorsese in Killers of the Flower Moon verfilmt und er hat darin wieder einmal die großen Themen auch seines Lebens und Schaffens gefunden. Klaus Lesche stellt uns diesen Film vor. Symbolisch begraben die resignierten Osage-Indianer ihre Werte und ihre Kultur. Die zählen in der Welt der Weißen nicht, doch dort, wo sie graben, schießt plötzlich Öl aus dem Boden und das ist eine harte Währung in der Welt der Weißen. Wo gehört das Land? Mein Land. Nicht mehr lange. Der neue Reichtum der Osage lockt Weiße in Scharen ins Reservat. Gangster, Geschäftsleute und Glücksritter, die sich ihren Anteil sichern wollen. Der skrupelloseste ist William Hale, den sie den King vom Osage County nennen. Was sagt man dazu? Da kommt unser Kriegsheld anmarschiert. Das war eine gute Idee, hier zurückzukommen. Hale gibt gern den Osage-Wohltäter, doch er verfolgt einen Plan, in den er seinen Neffen Ernest einbindet. Weiße sollen systematisch Osage-Frauen heiraten, nicht unbedingt aus Liebe. Wir vermischen diese Familien und das Nachlassvermögen fließt in die richtige Richtung. Es kommt zu uns. Eine Kandidatin für Ernest ist schnell gefunden. Im Grunde durchschaut Molly den nicht allzu hellen Mann und er liegt doch seinem Charme. Joe McCarthy, so einer bist du. Ich verstehe kein Wort, aber sicher indianisch für guter, schöner Bursche. Osage-Frauen, die Weiße heiraten, siechen seltsam schnell dahin. Bei Osage-Männern ist eine Kugel die häufigste Todesursache. Insgesamt 300 Indianer werden so ermordet. Ihr Besitz landet bei den Weißen. Lange schaut die Justiz weg. Auch Molly fürchtet um ihr Leben, vertraut Ernest immer weniger. Ich weiß nicht einmal mehr, ob du mich noch liebst. Ich bin doch hier, Molly. Kein Grund zur Beruhigung. Martin Scorsese nimmt sich fast 3,5 Stunden Zeit, um seine Geschichte zu erzählen. Der Regisseur hat den Rat der Osage gesucht. Auch deshalb wirkt sein Film authentisch. Auf den ersten Blick ist diese Geschichte aus dem Reservat Neuland für ihn. Doch auch Killers of the Flower Moon befasst sich mit dem Motiv, das ihn sein Leben lang umgetrieben hat, menschliche Gier. Pride and greed together. Habsucht und Hochmut kombiniert, das ist der Untergang. Woran liegt es nur, dass wir andere häufig als minderwertige Menschen betrachten? Und das geschieht heutzutage sogar besonders oft. Eine Antwort kann auch Scorsese nicht geben, doch in Killers of the Flower Moon zeigt er den Amerikanern wieder einmal eine Schattenseite ihrer Geschichte. Und auch diesmal ist es fast unmöglich, sich seinem erzählerischen Bann zu entziehen.